So, heute spielen wir bei Dr. Lasse, I Only Die Once, von Konami auf dem Super Nintendo. Axelay, ein der großen Ballerklassiker auf dem Super Nintendo, das vielleicht nicht allzu viele Ballerklassiker hatte, aber. So, damit es nicht allzu schnell vorbei ist, gehen wir in die Setup. Machen erstmal beide Schießen und Raketen auf B. Und dann machen wir ein bisschen heller und machen wir easy. War heute Easy Peasy Street. Sonst ist das eh zu schnell vorbei und ist ja nicht spannend. Wir haben hier die Wahl. Wir nehmen Straight Laser, Round Vulcan und Makrobubble. Tatsächlich haben wir keine Wahl. Aber. Beste Waffe. Beste Waffe. Und Brücke, da kann man den schön nach vorne, nach hinten, zur Seite, überall schön hinballern. Wenn man hier umzingelt wird von den Gegnerscharen. Der Effekt ist immer noch cool. Der hat mich damals ganz schön weggezogen. Konami in der Super Nintendo PlayStation 2. Das ist wahrscheinlich mein Lieblingsentwickler. Ich weiß nicht, welcher andere Entwickler da mithalten könnte. Ist auch vielleicht Nintendo oder so. Wie langweilig ist das, wenn ich die Lieblingsentwickler Nintendo ist? Übrigens wie bei vielen Konami-Klassikern, der Highscore auf 57.300, wenn man nämlich die 573 nimmt und das mit japanischen Zahlen liest, kann man das Ganze auch als Konami lesen. Spinne oder nein, die ist keine Spinne. Die hat ja nur sechs Beine. Wie wir alle wissen, hier mit sechs Beinen ist ein Insekt und keine Spinne. Dafür. Das war ja schon mal ganz okay. So, wir nehmen hier die Explosion Bomb.
Gesicht gejuckert. Wenn es am Gesicht gejuckert, muss man am Gesicht kratzen. Die Side-Path-Level sind grafisch jetzt nicht so beeindruckend. Aber hässlich ist das Ganze auch. Ups. Und damit hätten wir es schon, weil ich doof nach vorne geflogen bin. Und vielen Dank. Das war I Only Die Once mit XLA. Eigentlich wäre ich bestimmt weitergekommen, wäre ich nicht doof da vorne geflogen. Ich habe nicht meinen Highscore gebrochen. Tja, but I Only Died Once.